Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir bzw. zu einer kompletten neuen Videoanleitung. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in einer Grundanleitung, also eine Basis für eine RVO-Strickanjacke, wie man die arbeitet. RVO bedeutet ja Raglan von oben und Raglan ist eine Technik, bei der man keine Einzelteile strickt, um die später zusammenzunähen, sondern wir stricken die Jacke komplett in eins, von oben nach unten runter, vom Halsausschnitt bis zum Bündchen. Das Einzige, was wir später annähen, wenn ihr auch Taschen haben möchtet, wäre dann eben die Taschen, die man extra strickt. Aber das zeige ich euch Stück für Stück in dieser gesamten Videoanleitung. Und im Original verwende ich hier das Garn Inka Alpaca von Relana. Ich verwende bei der Konfektionsgröße 36, 38 insgesamt 9 Knäule. Ich habe aber recht kurze Arme. Bei etwas längeren Armen solltet ihr das 10. Knäuel dann durchaus mit einkalkulieren. Für jede weitere Doppelgröße solltet ihr mindestens ein, besser noch 2 Knäuel mit einbeziehen und zusätzlich berechnen. Ich verwende hier Stricknadeln der Stärke 8,0 und zwar einmal eine 80 cm Nadel für den Oberkörper und die Knopflochleiste, also für die großen Flächen. Dann zum Abteilen der Ärmel 2 40 cm Nadeln. Zum Abteilen der Ärmel, Stilllegen der Maschen und auch die Anfänge der Ärmel, um diese zu stricken. Später benötigt ihr dann aber auch auf jeden Fall ein Nadelspiel in der gleichen Nadelgröße, um den Ärmel fertig zu stricken, weil er ja mit der Zeit schmaler wird und dann kommt ihr mit dieser kurzen Nadel auch nicht mehr hin. Da wird ein Nadelspiel benötigt. Weitere Materialien. Und worauf ihr auf keinen Fall verzichten dürft, was ganz super wichtig ist, ist ein Maßband. Stecknadeln werden später benötigt, Schere und Wollnadel sowieso. Und auch ganz, ganz super wichtig sind 4 Maschenmarkierer. Ganz super wichtig. Ich habe hier die Variante zum Feststecken. Später, ihr werdet es sehen im weiteren Verlauf der Anleitung, dass ihr auch 4 so einfach zusammengeknotete Schlaufen aus einem Baumwollgarn oder irgendwie sowas in einer anderen Farbe, was sich abhebt, ist dann auch super hilfreich. Aber auf jeden Fall erstmal 4 solche Maschenmarkierer und dann sei wie immer erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wo es dieses Originalgarn gibt und in welchen wunderschönen Farben und welche anderen Garne auch noch erhältlich sind, erfahrt ihr über einen Link in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr auch den Link zu meiner Facebook-Gruppe. Das heißt, wenn mal Fragen da sind oder Unklarheiten zu einer Anleitung von mir, könnt ihr diese rund um die Uhr in meiner Facebook-Gruppe stellen. Dort helfen wir uns alle gegenseitig. Aber natürlich könnt ihr auch die YouTube-Kommentarfunktion nutzen. Nur in der Facebook-Gruppe geht es meistens schneller. Und jetzt will ich euch nicht länger vollsabbeln. Es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr Lieben, bevor es jetzt richtig losgehen kann, muss ich euch vorweg leider noch ein bisschen ärgern und zwar mit einigen Zahlen, die ich mit euch zusammen Stück für Stück durchgehe, der Reihe nach. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch Zettel und Stift zur Seite nehmt und ein Maßband. Das ist ganz wichtig, das benötigt ihr jetzt. Damit nichts durcheinander gerät, ist es am besten, wir machen das gemeinsam Stück für Stück, damit ihr am Ende dann eure Zahlen habt und dann loslegen könnt und dann nichts mehr durcheinander gerät und alles in Ordnung ist und kein Nervenzusammenbruch passiert, weil irgendwer irgendwas nicht versteht und ich hoffe, ihr kommt gut mit. Und ja, zunächst einmal, bevor ihr gleich weitermacht, müsst ihr erstmal eine Maschenprobe anfertigen. Deshalb wäre es ganz gut, dieses Video erstmal auf Pause zu machen, eure Maschenprobe anzufertigen. Und dann geht es hier mit diesem Video für euch weiter.
Bei der Maschenprobe geht es jetzt nicht um Höhe mal Breite, sondern einfach nur um die Breite bzw. 10 cm Länge. Wie viele Maschen ergeben bei euch 10 cm Länge? Bei mir sind das 12 Maschen. Ich zoome mal ein bisschen ran, dann erkennt ihr das besser. Also das ist jetzt für euch ganz super wichtig zu ermitteln, mittels also mit der Maschenprobe, wie viele Maschen bei euch 10 cm Länge ergeben. Deshalb ist es am besten, jetzt erst einmal Pause zu machen, die Maschenprobe anzufertigen, euch genau das so zu notieren. Es ist am besten, weil so geht es dann gleich Stück für Stück, dass alles dann übersichtlicher ist. Und dann schreibt ihr euch hier die Maschenzahl hin, was bei euch 10 cm Länge ergibt. Und dann im nächsten Schritt, wie viele Zentimeter ergeben bei euch den Halsumfang? Also einmal das Maßband nehmen, ringsherum um den Hals legen, anlegen. Bei mir sind das 33 cm. Auch das bitte aufschreiben, damit nichts durcheinander gerät. Und dann im nächsten Schritt beginnt die erste Rechnung. Und zwar teilen wir diese 12, bei mir sind es 12 Maschen, das, was bei euch diese Maschenanzahl ergibt, tragt ihr hier ein und rechnet das geteilt durch 10. Bei mir ist das 1,2, denn wir müssen ermitteln, wie viele Maschen auf 1 Zentimeter kommen, damit wir gleich weiterrechnen können. Deshalb werden diese 12 Maschen geteilt durch 10 cm Länge gerechnet. Bei mir gibt es, das wird bei jedem so sein, sehr wahrscheinlich eine krumme Zahl, 1,2 Maschen auf 1 cm gerechnet. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Und dann geht es weiter mit dem Halsumfang. Wir nehmen diese Zahl 1,2 mal unseren Halsumfang. Bei mir sind es 33 cm. Ihr tragt dabei eure Zahl ein. Also diese 1,2, was bei euch bei dieser Rechnung rauskommt, mal euren Halsumfang. Und das ergibt dann in der Regel auch nochmal eine krumme Zahl, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe das jetzt aufgerundet auf 40, weil hier muss wirklich eine glatte Zahl bei rauskommen, ohne Kommastelle. Und deshalb habe ich es aufgerundet auf 40 Maschen. Das ergibt die gesamte Maschenanzahl auf meinen Halsumfang gerechnet. Also wie viele Maschen einmal ringsherum sein müssen, um den kompletten Halsumfang abzudecken. Diese Zahl auch aufschreiben. Am besten ist, ihr schreibt euch das genauso auf, Stück für Stück, wie hier auf diesem Zettel bei mir. Dann habt ihr den besseren Überblick. Jetzt beginnen wir mit der nächsten Rechnung. Und zwar nehmen wir diese Zahl und teilen die durch 2. Wir schreiben diese 20 auf. Hier ist auch wichtig, dass eine Zahl bei rauskommt, die teilbar ist durch 2, also 20, die ist ja teilbar durch 2. Falls das nicht der Fall ist, nehmt ihr die nächsthöhere oder die nächstniedrige. 20 geteilt durch 2, auch diese Zahl muss wieder teilbar sein durch 2, 10 ist ja teilbar durch 2. Und dann 10 geteilt durch 2, diese drei Rechnungen müssen wir machen. 5 ist nicht teilbar durch 2, deshalb nehme ich die nächsthöhere Zahl. So, diese drei Zahlen werden uns gleich wieder begegnen. Und zwar, ich lege das jetzt mal nebeneinander. So. Rücken ist die mittlere Zahl, 10 Maschen. Die Ärmel sind die kleineren Zahlen, habe ich hier jeweils 6 Maschen. Die Vorderseite 20 Maschen. Die Vorderseite hat deshalb mehr Maschen, weil wir vorne rum mehr Platz brauchen als hinten auf der Rückenseite. Die Maschen für die Raglanlinie, wir haben ja 4 Raglanlinien, vorne 2 und hinten 2. 4 mal eine Masche, weil wir für diese Strickjacke eine Masche für die Raglanlinie benötigen.
Also die Raglanlinie wird aus einer Masche gestrickt. Es gibt ja unterschiedliche, aber das ist ja hier eine Grundanleitung. Und deshalb versuchen wir es möglichst einfach zu halten. So, da tauchen diese Zahlen hier wieder auf. Also die 10, die 6 und die 20. Jetzt geht es darum, wie viele Maschen müssen wir insgesamt aufnehmen. Also einmal die 10 für den Rücken, die finden sich hier wieder, 2x6 für die Ärmel. Für die Vorderseite nur 2, denn wir beginnen erstmal mit links und rechts für die Vorderseite nur mit einer Masche. Egal wie viele Maschen ihr hier für euch ausgerechnet habt. Das ist völlig Wumpe. Wir beginnen bei jeder Größe, egal bei wie vielen Maschen, für die Vorderseite immer mit einer Masche rechts und links jeweils. Also 2 Maschen für die Vorderseite und die 4 Maschen für die Raglanlinie. Und das sind insgesamt 28 Maschen, die ich aufnehmen muss. Und das soll es jetzt vorerst mit den Zahlen sein. Ihr seht, ich halte hier noch was verdeckt, aber ich will jetzt nicht noch weitermachen, weil das jetzt erstmal nicht gebraucht wird. Ich möchte euch jetzt nicht zu sehr durcheinander bringen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen bis jetzt, dass ihr eure Zahlen, es geht jetzt erstmal nur darum, eure Zahlen auszurechnen, Stück für Stück und dann für euch abzuzählen anhand Rückenmaschen, Ärmel, Vorderseite. Und Maschen für die Raglanlinie, wie viele Maschen ihr insgesamt aufnehmen müsst. Und in meinem Fall sind das 28 Maschen. Und genau darum geht es jetzt. Die nehme ich jetzt erst einmal auf. Und um diesen Teil, den ich hier jetzt noch verdecke, da kümmern wir uns später drum. So. Jetzt geht es darum, die Maschen aufzunehmen. Das Maßband brauche ich jetzt nicht mehr. So, also ihr seht hier nochmal laut meiner Berechnung für meine Größe die Aufteilung Rücken 10 Maschen, Ärmel jeweils 6 Maschen, Vorderseite insgesamt 20 Maschen, aber wir beginnen ja mit 2, links und rechts jeweils eine und 4 Maschen für die Raglanlinie. So, und jetzt habe ich hier meine Maschenzahl bereits aufgenommen und ihr seht, ich habe das abgesteckt mit Maschenmarkierern. Warum habe ich das gemacht? Damit ich besser erkennen kann, wo die Raglanmaschen sitzen. Also, die erste Masche ist immer eine für die Vorderseite und danach die zweite ist immer sofort die Raglanmasche. Das könnt ihr bei euch auch so markieren. Die zweite ist immer die Raglanmasche und auch die vorletzte. Das ist auch eine Raglanmasche. Danach, ich habe ja hier 6 Maschen pro Ärmel, zähle ich ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Masche danach ist wieder eine Raglanmasche. Hier auch zähle ich ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die Masche danach ist eine Raglanmasche. Und dann müsste es hinkommen, dass ich hier für den Rücken ja nur noch 10 Maschen brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also kommt hin. Wir stricken Stück für Stück Zunahmen in jeder Hinreihe. Und die Raglanlinien sind auch Zunahmen, zusätzlich zu den Zunahmen, die wir am Rand machen werden. Und die Raglanlinien, die werden erst ab Reihe 3 in diesem Fall gestrickt.
und die Zunahmen am Rand schon ab Reihe 1. Ich werde euch das Stück für Stück erklären und Stück für Stück hier an die Hand nehmen und hoffe, dass ihr das dann anhand dessen auch gut nachstricken könnt und dass ihr dann nicht zu sehr durcheinander geratet. Wenn man den Kniff erstmal raus hat, erscheint das gar nicht mit den vielen Zahlen mehr so verwirrend. Wenn man da als Einsteiger reingeht, kann es vielleicht sein, dass einen die ganzen Zahlen erstmal umhauen. So ging es mir am Anfang auch. Und als ich angefangen habe, die Zahlen so ein bisschen auszublenden, wurde es besser. Mich nicht so sehr auf diese Zahlen immer konzentriert habe, sondern ich habe meine Berechnung gemacht, den Zettel zur Seite gelegt und dann war es das. Und habe dann zwischendurch mal drauf geguckt. So, wir beginnen mit Reihe 1, also Hinreihe ist immer Reihe 1, 3, 5, 7, also die ungeraden Zahlen. Und die Rückreihen, da geht es zurück, wieder zum Anfang, das sind die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8 und so weiter. Und in den Hinreihen werden immer die Zunahmen gestrickt und die Rückreihen, da werden nie Zunahmen gestrickt. Das kann man sich, glaube ich, so ganz gut merken. Und wir beginnen gleich als erstes mit einer Zunahme in Reihe 1. Am Rand, und zwar wird mit einer Masche rechts gestrickt und durch die gleiche Masche auf der Rückseite nochmal eine Masche rechts verschränkt. Die Raglanmasche wird ganz normal rechts gestrickt. In Reihe 1 werden alle Maschen erstmal nur als rechte Maschen gestrickt. Wie gesagt, die Raglanmaschen bzw. die Raglanlinien, die beginnen erst ab Reihe 3 und da zeige ich euch dann nochmal ganz genau, wie das im Einzelnen funktioniert. Und die Raglanlinien sind dazu da, auch um Zunahmen, weitere Zunahmen zu bekommen, dass das Ganze weiter und größer wird und dass auf jede Größe ja auch weiter angepasst werden kann. Und die sind dazu da, damit wir dann später die Armausschnitte machen können, dass sich die Vorder- und Rückseite unter den Armen, also die Raglanlinien dann unter den Armen treffen, aufeinandertreffen und wir anhand dessen später die Armausschnitte machen können. Dafür ist das Ganze da. Und ja. Ich lege jetzt mal den Zettel weg, nicht dass hier nochmal die anderen Zahlen hier aufgedeckt werden, wo ich euch gleich noch hinführen möchte. Und dann viel zu früh das Ganze eingeblendet wird, als es eigentlich sein muss. Wir müssen uns nur merken, dass wir in Reihe 1 ja die ersten Zunahmen am Rand gemacht haben für die Vorderseite. Das sollte man sich vielleicht dann auch nochmal notieren. Reihe 1, die ersten Zunahmen für die Vorderseite. Und jetzt bin ich hier bei der letzten Masche. Ihr seht, ich habe hier schon eine Masche rechts gestrickt und ich gehe nochmal durch die gleiche Masche auf der Rückseite und stricke eine Masche rechts verschränkt. Dann wende ich das Ganze. Jetzt kommt die erste Rückreihe. Und die wird durchgehend mit linken Maschen gestrickt. Und auch keine Zunahmen, wie bereits erklärt. Keine Zunahmen stricken, sondern einfach nur linke Maschen. So, ich habe jetzt meine Rückreihe fertig gestrickt und bin jetzt am Beginn von Reihe 3. Und auch hier ist es wieder, dass ich am Anfang und auch am Ende jeweils diese Zunahme stricke, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und jetzt geht es ja darum, wie viele Zunahmen muss ich hier stricken, bis ich alle Maschen habe für die Vorderseite. Und dafür habe ich nochmal eine Berechnung gemacht, und zwar wird die Vorderseite
in drei Teile eingeteilt, drei unterschiedliche Bereiche. Wir haben jetzt begonnen, zwei Teile, also links und rechts, zu stricken durch die Zunahmen. Ich habe ja hier meine Berechnung, 20 Maschen für die Vorderseite habe ich hier und diese Zahl wird durch 3 geteilt. Das müsst ihr mit eurer Zahl auch machen. Da kommt meistens auch wieder eine krumme Zahl bei raus. Ich nehme hier eine, die teilbar ist durch 2 wieder. Also es ist die 6. Ich könnte aufrunden auf 7, mache ich aber nicht, weil diese Zahl muss teilbar sein durch 2. Also 3 Bereiche, die mit 6 Maschen zu tun haben. Ich habe hier gestartet, wie ihr auch, mit einer Masche für die Vorderseite rechts und eine Masche für die Vorderseite links. Sechs Maschen müssen es werden. Das heißt, ich habe eben eine Masche zugenommen. Jetzt habe ich 2. Ich muss diesen Schritt mit diesen Zunahmen hier so oft wiederholen, bis ich auf beiden Seiten 6 Maschen habe insgesamt. Das dritte Mal 6 Maschen kommt später dazu. Dazu komme ich dann zu gegebener Stelle, wenn ich genau dort angekommen bin. Das kommt erst dazu, wenn ich links und rechts jeweils diese 6 Maschen habe. Und das solltet ihr, wie gesagt, dann auch für euch berechnen, damit ihr wisst, 6 Maschen bei mir muss es werden, bei euch kann es eine andere Zahl sein, je nachdem, mit welchem Garn ihr strickt und für welche Größe. Bis ich hier diese 6 Maschen habe, so oft muss ich hier am Anfang immer die Zunahmen stricken. Und genau das mache ich jetzt wieder. Also ich bin jetzt hier bei Reihe 3 und in Reihe 3, sagte ich ja auch, kommt eine weitere Erneuerung. Und zwar die Raglan-Linie, die wird jetzt angefangen zu stricken. Wir brauchten nämlich eine Basisreihe für die Raglan-Masche, weil sie sonst in Reihe 1 nicht machbar gewesen wäre. So, ich bin jetzt hier bei dieser Masche, der ersten Raglan-Masche, und ich gehe mit der rechten Nadel eine Reihe tiefer und steche durch das Maschenglied der Masche, die ihr hier seht, von der vorherigen Reihe, von rechts nach links, hebe sie auf die linke Nadel und stricke eine Masche rechts verschränkt. Ich werde es euch noch weitere Male zeigen. Dann hebe ich die Masche, die Raglan-Masche, auf die andere Nadel rüber, gehe mit der linken Nadel von links durch die untere Masche, von links nach rechts, und stricke die als rechte Masche. Ich werde es euch, wie gesagt, noch weitere Male zeigen. Dann die Ärmelmaschen glatt rechts. So, jetzt bin ich hier bei der nächsten Raglan-Masche angekommen. Und ich zeige es euch nochmal. Ich gehe mit der rechten Nadel eine Reihe tiefer durch die unterliegendere Masche, nur durch das eine Maschenglied von rechts nach links, und hebe das auf die linke Nadel. Und stricke eine Masche rechts verschränkt, also hinten durch und eine Masche rechts verschränkt. Die Raglan-Masche selbst hebe ich ab. Dann gehe ich mit der linken Nadel eine Reihe tiefer durch das Maschenglied von links nach rechts und stricke das als eine rechte Masche. Jetzt bin ich hier bei den Rückenmaschen angekommen. Die werden alle als rechte Maschen gestrickt.
So, jetzt bin ich hier wieder bei der nächsten Raglan-Masche angekommen. Ich gehe wieder mit der rechten Nadel durch eine Reihe tiefer durch die Masche von rechts nach links, hebe sie auf die linke Nadel und stricke eine Masche rechts verschränkt. Die Raglan-Masche selbst hebe ich ab und dann gehe ich mit der linken Nadel durch die Masche eine Reihe tiefer von links nach rechts durch und stricke diese Masche als eine Masche, als eine rechte Masche so. Dann wieder die Ärmelmaschen als rechte Maschen stricken. So. Jetzt bin ich hier bei der letzten Raglan-Masche angekommen. Und auch hier wieder eine Reihe tiefer durch die Masche, durch eine Maschenglied stechen, eine Masche rechts verschränkt stricken, eine Masche abheben und dann mit der linken Nadel auch nochmal eine Reihe tiefer einstechen und das als rechte Masche stricken. So, und dann die letzte Masche, da muss ja auch noch eine Zunahme gestrickt werden, das heißt eine Masche rechts und durch die gleiche Masche eine Masche rechts verschränkt. Die Rückreihe, ich nehme jetzt hier mal den Zettel weg. Wird ganz normal mit linken Maschen gestrickt, so wie wir das eben auch gemacht haben. Auch die ganzen Zunahmen am Anfang und die Zunahmen durch die Raglan-Linien. Es wird jede Masche links gestrickt, auch die Masche, die wir abgehoben haben, die Raglan-Masche selbst. Alles wird mit linken Maschen, die komplette Reihe gestrickt. So, ich bin jetzt hier am Beginn von Reihe 5 und wenn es euch auch so geht wie mir, dass ihr Schwierigkeiten habt, immer zu erkennen, wo unten dieser Markierer feststeckt für die Raglan-Masche und ihr aber auch nicht immer den so rausfriemeln wollt und den hier immer dann darunter setzen wollt unter die letzte gestrickte Masche, gibt es einen Trick und zwar habe ich hier nämlich 4 Schlaufen aus einem Baumwollgarn in einer anderen Farbe geknotet und ich werde dann nämlich gleich diese Markierer rausnehmen. Die bleiben nämlich auch sehr gerne in Wollfäden einfach hängen und es nervt dann irgendwann einfach nur noch mit diesen Markierern. Und ich stricke jetzt wieder die Zunahme am Anfang, genauso wie ich sie natürlich auch am Ende stricke. Und bin jetzt hier bei der Raglan-Masche und ich mache jetzt den Anfang so, jetzt habe ich das erste Drittel quasi gemacht, lege jetzt den Markierer hier drüber, das zweite Drittel ist ja einfach nur die Masche hier abheben, das letzte Drittel ist hier durch das andere Maschenglied der vorherigen Reihe zu stechen und die Masche rechts zu stricken. So, und dann kann nämlich dieser Haken hier unten rausgezogen werden und dann haben wir es nämlich alles immer direkt auf der Nadel und dann weiß ich ganz genau, die Masche, die hier direkt nach diesem Markierer ist, das ist dann die Raglan-Masche und an die muss ich mich halten. So, jetzt sehe ich hier nochmal, das hier ist die Raglan-Masche
So. Dann hebe ich die Raglanmasche selber ab. Dann kann ich auch hier diesen Markierer rausziehen. Und so stricke ich jetzt die Reihe 5 weiter, bis ich hier hinten angekommen bin. Ganz am Ende natürlich auch wieder eine Zunahme stricken und dann die Rückreihe ganz normal mit linken Maschen. Und ja, so geht das dann weiter, Stück für Stück. So, ich bin jetzt hier am Beginn von Reihe 7. Und ich muss immer noch am Rand, am Anfang und am Ende jeweils eine Masche zunehmen an der ersten bzw. letzten Masche. Und bei den Rückreihen, also die Maschenmarkierer werden dann einfach auf die andere Nadel rübergeschoben, wenn wir die Maschen alle links stricken auf der Rückreihe. Und wenn wir wieder an der Hinreihe sind, dann gilt das wie folgt: Wenn der Maschenmarkierer kommt und wenn er jetzt hier ist, nehme ich den runter. Dann stricke ich erstmal meine Raglanlinie, meine Raglanmaschen. Zuerst das erste Drittel und wir wissen ja, nach dem ersten Drittel kommt der Maschenmarkierer wieder drauf. Das zweite Drittel wird einfach nur die Masche abgehoben und das dritte Drittel ist hier, wo wir mit der linken Nadel arbeiten und eine Masche rechts stricken. Ich zeige euch das nochmal. So kann man sich das dann auch am besten merken und markieren. So, jetzt bin ich beim nächsten Markierer. Ich nehme den Markierer erst einmal runter. Stricke das erste Drittel von meiner Raglanlinie. Lege den Markierer wieder auf die rechte Nadel. Hebe im zweiten Drittel die Masche ab. Und im letzten Drittel so, und so geht das dann die komplette Reihe weiter. So, ich bin jetzt hier am Ende von Reihe 9 gerade angekommen und jetzt gibt es den nächsten Schritt zu erklären, und zwar hatte ich ja eingangs erklärt, die Maschen der Vorderseite in drei Teile teilen. Und wir haben begonnen, links und rechts mit jeweils nur einer Masche von der Vorderseite und haben dann ja am Rand in jeder Hinreihe immer eine Masche jeweils zugenommen, am Anfang und am Ende. Und ich musste bei meiner Maschenzahl 20 Maschen geteilt durch 3, durch Abrunden bin ich auf 6 gekommen, musste ich links und rechts auf 6 Maschen kommen. Aber nicht die Maschen, die zu der Raglanlinie dazu gekommen sind, die werden nicht mitgezählt, sondern nur die, die ich am Rand zugenommen habe. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, wenn ich insgesamt 6 Maschen links und rechts erst einmal brauche, mit einer Masche gestartet bin, muss ich ja links und rechts 5 Maschen zunehmen, damit ich auf diese 6 komme, pro Seite. In Reihe 1 habe ich auf beiden Seiten eine zugenommen, Reihe 3, 5, 7 und jetzt in Reihe 9.
So könnt ihr das für euch auch ausrechnen, bis ihr dann auf eure Maschenzahl gekommen seid, um sich um das letzte Drittel für die Vorderseite zu kümmern. Jetzt geht es nämlich um dieses letzte Drittel. Die letzten 6 Maschen, wo kommen die jetzt auf einmal her? Wo sollen wir die jetzt hernehmen? Um diese Frage geht es jetzt. Also in meinem Fall 6 Maschen. Bei euch wird es mit Sicherheit dann, wenn ihr mit einem anderen Garn und für eine andere Größe strickt, eine andere Zahl sein, die auch teilbar sein muss durch 2, was ja in meinem Fall die 6 ist. Und jetzt geht es hier auf beiden Seiten um jeweils 3 Maschen, denn 6 geteilt durch 2 ist 3. Das letzte Drittel für die Vorderseite. Ich habe jetzt hier die Reihe 9, wie gesagt, fertig gestrickt und auch hier an der letzten Masche eine Zunahme gestrickt. Und jetzt nehme ich durch Aufschlingen 3 Maschen zu am Rand. 1, 2, 3. Und jetzt stricke ich meine Rückreihe mit linken Maschen, bis ich am Ende dieser Reihe angekommen bin. Und dann muss ich diesen Schritt am Ende der Nadel nochmal wiederholen mit diesen 3 Maschen aufschlingen, damit ich die letzten 6 Maschen verteilt auf 2 Seiten, linke und rechte Seite der Vorderseite, damit ich das letzte Drittel der Maschen auf einmal zugenommen habe. Und dann habe ich alle Maschen für die Vorderseite. Wie gesagt, ich stricke jetzt bis zum Ende dieser Reihe mit linken Maschen und dann zeige ich euch diesen Schritt nochmal. So, ich bin jetzt hier am Ende von Reihe 10. In meinem Fall, wo ich die letzten 3 Maschen durch Aufschlingen aufnehme. Dann wende ich das Ganze wieder und von jetzt an, wenn ich diesen Schritt gemacht habe, werden am Anfang und am Ende keine Maschen mehr zugenommen. Es wird ganz normal rechte Maschen gestrickt und nur noch Zunahmen hier an der Raglan-Linie gemacht, die man jetzt auch Stück für Stück besser erkennen kann hier an diesem Punkt. Die sticht so ein kleines bisschen hervor. Und nur noch hier werden diese Zunahmen gestrickt, so wie ich sie euch gezeigt habe, am Anfang und am Ende dann nicht mehr. Und wir haben jetzt alle 3 Bereiche, alle 3 Teile der Vorderseite fertig gestrickt. Und zwar haben wir links und rechts durch diese Zunahmen am Anfang und am Ende sind wir auf jeweils in meinem Fall diese 6 Maschen gekommen. Wenn bei euch eine andere Zahl ist, müsst ihr natürlich auf diese Zahl kommen durch die Zunahmen. Und dann habe ich links und rechts am Ende insgesamt die 6 Maschen noch durch Aufschlingen zugenommen, also 2 mal 3 Maschen. Und so bin ich auf meine 3 Teile gekommen. Ihr merkt wahrscheinlich, 3 mal 6 ergibt aber nicht 20, das sind 18. Ja, das stimmt. Wir stricken hier aber auch nicht nach Muster, kein bestimmtes Muster. Und deshalb ist das vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt auf der Vorderseite nur 18 Maschen habe statt 20. Es geht ja hier um nicht, dass es maßgenau ist. Es soll nicht figurbetont sitzen, sondern es geht um die Richtung. Also ich kann verknusen, dass ich hier jetzt 2 Maschen weniger habe. Das wird nicht ausschlaggebend sein, dass die Jacke nachher nicht passt oder so. Diese 2 Maschen, das macht, sage ich jetzt mal, den Kohl nicht fett, die vorne fehlen. Und wichtig ist jetzt einfach, ganz normal weiter zu stricken. Und wie gesagt, ab sofort keine Zunahmen mehr am Anfang und am Ende. Die Maschen werden jetzt einfach in den Hinreihen ganz normal als rechte Maschen vorne gestrickt. Und ihr solltet auch darauf achten, in den Rückreihen stricken wir am Anfang und am Ende Randmaschen. Die sind ganz wichtig, die sind von Bedeutung für die Knopfleiste später.
Und das bedeutet, die erste und die letzte Masche bei den Rückreihen, die werden jeweils als eine rechte Masche gestrickt und sonst die kompletten Maschen natürlich weiterhin als linke Maschen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr ab jetzt in den Rückreihen die erste und die letzte Masche jeweils als rechte Masche strickt. So, ich bin jetzt in der Rückreihe, wo ich jetzt zum ersten Mal Randmaschen stricke. Also wie gesagt, die erste und die letzte Masche in den Rückreihen als rechte Masche dann stricken, wenn ihr dann auch so weit seid. Und ihr strickt dann einfach so weiter, Reihe um Reihe. Es gibt jetzt erstmal keine weitere Veränderung, außer dass natürlich in jeder weiteren Reihe durch die Zunahmen an den Raglandlinien ja mehr Maschen dazukommen. Aber ansonsten ändert sich erst einmal nichts, bis die Raglandlinien so lang sind oder lang genug sind, dass wir uns um die Armausschnitte kümmern können. Bis dahin dauert es bei mir hier noch ein Weilchen. Das heißt, ich stricke jetzt erst einmal vor, bis ich genau an diesem Punkt angekommen bin. Erstmal den Markierungsfaden rüberschieben, bis ich bei diesem Punkt angekommen bin. Und dann zeige ich euch direkt im nächsten Abschnitt, wie es sich dann verhält, wie es dann weitergeht, wie die Armausschnitte gemacht werden und was dann alles weiterhin passiert.